بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Vor einiger Zeit stand die Zeitung voll, dass es wohl in Oberursel, Hessen, ein Pärchen gab, ein Salafistenpärchen, die wohl vorgehabt haben, ein Radrennen anzugreifen, die sich also Sprengstoff besorgt haben und wohl vorhatten, einen Terroranschlag auf ein öffentliches Radrennen durchzuführen. Und die Zeitung stand voll damit und wir können natürlich schlecht nachprüfen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Was aber mit Sicherheit stimmt, ist, dass es Muslime gibt, dass es leider Muslime gibt, die solche Taten legitimieren und die solche Taten als islamisch gerechtfertigt sehen. Das ist zwar eine Minderheit, aber Fakt ist, dass es die gibt und das kann man nicht verleugnen, dass es die leider gibt. Und ich habe schon sehr oft über dieses Thema geredet. Man braucht nur in YouTube zum Beispiel Pierre Vogel, Terrorismus einzugeben. Ich habe über dieses Thema schon sehr, sehr häufig geredet. Und diese Worte, die ich jetzt loswerden will, die sind nicht für einen Nicht-Muslim gedacht. Weil der kann sich die Vorträge anschauen, die wir vorher gemacht haben, wie der Islam dazu steht. Denn mir geht es nicht darum, irgendjemandem zu gefallen von irgendwelchen Heuchlern oder was auch immer. Ja, die werden sowieso gegen uns sein. Egal, was wir erzählen. Wer wissen will, dass wir gegen Terrorismus sind, der würde es schon lange wissen. Das ist keine neue Information, das weiß sieht jeder Blinde. So, mir geht es darum, euch zu erreichen. Die Leute da draußen, die solche Taten gerechtfertigt sehen. Erstmal würde ich jedem empfehlen, das Video von mir anzuschauen, wie steht der Islam zum Terrorismus und das Video der Islam verdammt den Terrorismus und das Video Krieg und Frieden im Islam, weil ich auf sehr viele Einzelheiten, sehr viele Details und sehr viele Verse und Hadithe eingehe und die versuche zu beleuchten. Und man kann ihm ja gerne eine sachliche Kritik dazu schicken. Das ist gar kein Problem. Sondern mir geht es um was ganz anderes. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass solche Anschläge islamisch gesehen haram sind. Islamisch gesehen haram sind. Aber anscheinend konnten wir bisher die Leute, die das immer noch als richtig ansehen, nicht davon überzeugen. Wir konnten die bisher nicht davon überzeugen, dass das islamisch gesehen falsch ist. Also will ich dieses Thema auf Seite schieben, weil ich denke, jeder, der so etwas vorhat, der wird sich vorher informieren und wahrscheinlich auch mein Video anschauen. Und ich konnte ihn anscheinend nicht überzeugen. Also versuche ich jetzt etwas anderes zu tun. Übrigens, ich habe gesagt, der Islam, ja, da kann man nichts mehr schlecht machen, in einer Ruine kann man nichts mehr zerstören. Damit meine ich natürlich nicht, dass der Islam eine Ruine ist, sondern ich meine damit, dass der Ruf des Islams ruiniert ist. Das heißt aber nicht, dass man Dinge macht, die uns nicht schaden können. Das heißt, ich glaube nicht, dass man den Ruf des Islams ruinieren kann, aber ich glaube trotz alledem, dass man Taten machen kann, die uns Schaden zufügen. Und deswegen meine Frage an diejenigen, die das immer noch als legitim ansehen und als gut ansehen und die wahrscheinlich bereit sind, sich selber in die Luft zu jagen oder eine U-Bahn in die Luft zu jagen und so weiter. Wie gesagt, schaut euch die Videos von mir an, macht Dua zu Allah und ich hoffe, dass ihr überzeugt werdet, dass solche Taten nicht erlaubt sind. Aber ich will euch die Frage stellen, was wollt ihr damit erreichen? Kann mir jemand erklären? Jetzt nehmen wir beispielsweise das Fahrradrennen in Oberursel. Welchen Nutzen
hat ein Muslim, ja ich weiß, es wird dann gesagt, ja die Muslime werden auf der Welt unterdrückt. Okay, alles klar. Welchen Nutzen hat ein unterdrückter Muslim im Irak dadurch, dass in Oberhusen ein Fahrradrennen in die Luft gejagt wird? Welchen Nutzen hat ein unterdrückter Muslim in Syrien, der von Bashar al-Assad unterdrückt wird, dadurch, dass in Oberhusen ein Fahrradrennen in die Luft gejagt wird? Welchen Nutzen hat ein unterdrückter Muslim in Palästina dadurch, dass in Oberhusen bei einem Fahrradrennen oder irgendwo auf der Welt, bei was weiß ich, ja, ein Muslim, ein Nicht-Muslim am Fahrradrennen in die Luft gejagt wird oder Nicht-Muslime in die Luft gejagt werden? Welchen Nutzen hat ein Muslim in Palästina, in Syrien, im Irak, in Afghanistan, auf der ganzen islamischen Welt, in Kaschmir, in Tschetschenien? Kann es mir einer erklären? Vielleicht fehlt mir einfach der Intellekt, das zu begreifen. Ich will gerne verstehen, welchen Nutzen man dadurch erreichen will. Geht es beim Dschihad einfach nur darum, Leuten Angst zu machen? Oder geht es beim Dschihad darum, ja, Ungerechtigkeit zu beseitigen? Welchen Nutzen wird irgendjemand dadurch haben? Wir werden dadurch gar keinen Nutzen haben. Kein Muslim wird einen Nutzen haben dadurch, dass irgendwo in Deutschland oder in Amerika oder ein Terroranschlag. Welchen Nutzen haben wir Muslime dadurch gehabt, dass das World Trade Center die Luft gejagt wurde? Wir reden nicht von der Absicht, die Leute haben. Ich will es einfach wissen. Vielleicht kann es mir jemand erklären, vielleicht habe ich was übersehen. Welchen Nutzen haben wir gehabt? Ich habe damals Interviews gehört von Leuten, die das gut fanden. Die haben gesagt, ja hier, guck mal, unsere Leute sterben in Palästina und so weiter. Also müssen die Amerikaner auch leiden. Okay, alles klar. Welchen Nutzen hat man dadurch gehabt, dass das World Trade Center in die Luft gejagt wurde? Sind dadurch weniger Muslime getötet worden? Sind dadurch weniger Muslime unterdrückt worden? Sind dadurch die Muslime in Palästina befreit worden? Nein. Ganz im Gegenteil. Zwei Türme sind gefallen, daraufhin ist Afghanistan gefallen, daraufhin ist der Irak gefallen. Und da sind noch viel mehr Menschen gestorben, als vorher jemals von Muslimen gestorben sind. Und da kann man sich natürlich einfach machen und sagen, ja, die sind Schuhada, die sind Märtyrer. Ja, okay, dann hätte man von vornherein nicht kämpfen müssen, dann hätte man von vornherein sagen können, ja, die in Palästina sterben, sind ja auch Märtyrer. Das heißt, die Geschwister, man hat überhaupt nichts damit erreicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid, und solche Taten bringen nur Schaden. Nur Schaden. Was meint ihr, was passieren wird, wenn hier irgendwo eine Bombe hochgeht? Wer muss denn das gelegt? Was passiert danach? Was ist danach? Was ist danach die Konsequenz? Wir sind hier auf einem Dauerschlachtfeld, Geschwister. Werdet nicht zu Amokläufern. Ja, werdet nicht zu Amokläufern. Das ist kein islamischer Terroranschlag, das ist ein Amoklauf. Wisst ihr, was ein Amoklauf ist? Schaut euch mal die Biografien von Amokläufern an. Wisst ihr, was das ist? Ein Amokläufer, der hat Schmerzen erlebt. Schmerzen erlebt. Das heißt, er ist zum Beispiel ausgegrenzt worden, hat Schmerzen erlebt, ja, psychische Schmerzen. Und dann irgendwann rastet er aus und er knallt Leute ab, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Genauso ist das hier. Man schaut sich den ganzen Tag Videos an, wo Muslimen Schaden zugefügt wird, und diese Bilder fügen einem Schmerzen zu, und am Ende geht man los und knallt irgendwelche Leute über den Haufen und jagt irgendwelche Leute in die Luft, die gar nichts damit zu tun haben. Das ist ein Amoklauf. Das ist die perfekte Definition von einem Amoklauf. Das heißt, Dschihad ist kein Amoklauf. Deswegen sollte man auch diese Taten nicht mehr islamischen Terroranschlag nennen, man sollte die Amoklauf nennen. Amoklauf von einem Muslim, der sich zu viele Videos angeguckt hat. Jetzt könnte jemand sagen, ja Bruder, was ist mit den Geschwistern, man muss doch was tun. Ja, man muss was tun. Stimmt, man muss was tun. Man muss was tun, man muss das Richtige tun. Nicht das Falsche. Man muss etwas tun, was Nutzen hat. Man muss einfach wissen, dass unser Problem ein tiefgründiges Problem ist. Und der Prophet a.s. hat gesagt,
Ja. Dass wir erst wieder, dass Allah uns erst diese Erniedrigung wegnimmt, wenn wir zur Religion zurückkehren. Hatta tarju ila dinikum. Jetzt sagen einige, damit ist der Dschihad gemeint. Aber Allah sagt ja nicht, bis ihr zum Dschihad zurückkehrt, er sagt, bis ihr zu eurer Religion zurückkehrt. Und womit fängt die Religion an? Was ist die Religion? Das ist das richtige, tiefgründige Verständnis von dieser Religion. Wie will ich wissen, was die Religion ist? Deswegen ist das Wichtigste, in meinen Augen, dass wir versuchen, das korrekte islamische Wissen zu verbreiten auf Koran und Sunna. Insbesondere hier in Deutschland. Solche Sachen haben keinen Platz. Wie gesagt, ich möchte keinen beleidigen. Ich möchte das Beste für euch und für uns. Ich will das Beste für den Islam. Und deswegen, liebe Geschwister, stellt euch selber die Frage, was diese Anschläge gebracht haben. Nur Schaden. Nur Schaden. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und sich Ikhlas geben. Alles, was richtig war von Allah und alles, was falsch war, war auf meine eigene Seele von Shaitan. Assalamu alaikum.